Gefriergetrocknete Himbeeren, gefriergetrocknete Eisbären, gefriergetrocknete Kamtschatka-Bären, eingefrorene Klimaerwärmung, eingefrorene, eingeborene, eingefrorene, ausgewanderte, eingefrorene, unentschlossene, aufgetaute Politikverdrossene, aufgetaute Politikversessene, aufgebrachte Familienverhältnisse, eingerostete Fossilienkenntnisse, aufgebauschte Forellennässe, Klimaerwärmung, komm. Klimaerwärmung, komm her. Wir machen die Türen unserer Herzen auf. Du flute die Fabriken und Sweatshops. Angefressene Sportschuhmillionäre, angeschossene Containerfunktionäre, angemessene Kompensationsmilitäre, vergessene unterirdische Gewehre, vermiente Romane, entkernte Rosinen, verzierte Hypothesen, eingesickerte Phantasmen, gereimte Anachronik, schiefgegangene Kybernetik, gut erhaltene Kryptobiontik, vermaledeite Symbolballistik, Klimaerwärmung, komm. Klimaerwärmung, komm her. Wir machen die Türen unserer Herzen auf. Du flute die Fabriken und Sweatshops. Eingestampfte Bolzen, umgemodelte Stanzen, feingehackte Wanzen, eingemeißelte Piep. Fotzen. Sei geheißen die Lotterie der Toten, sei geheißen die Lotten in den Booten, sei gemeint den Hintern mit den Schroten und dann Koten auf der Chefin Toyoten. Klimaerwärmung, komm. Klimaerwärmung, komm her. Wir machen die Türen unserer Herzen auf. Du flute die Fabriken und Sweatshops. Und? So, gefriergetrocknete Himbeeren. Ist das euer Titel jetzt gewesen? Ja, das war der Titel. Gut. So, war das jetzt, ich nenne das mal einen A Cappella-Vortrag, den ihr da vorbereitet habt. Mhm. Es geht um, ich habe verstanden, Klima, Erwärmung, andere Sachen waren ein bisschen genuschelt von euch, habe ich nicht so verstehen können. Sweatshops, Kapitalismus, Ökosystem, so ist das. War genuschelt, ja. War einiges genuschelt, also ich fand, ja. Also noch stärker, noch. Aber vorher, ich will wissen, ist dieses Ökosystem, ist das eure Thema oder warum habt ihr das... Das ist uns so eingefallen. Ja, nein, so schon, ja. Also wir finden das wichtig und wir würden gerne Lieder darüber singen. Und das möchten wir möglichst gut drüber bringen, ja. Okay, machen wir anders. Ihr seid, ja. Seid Bruder, Entschuldigung, nicht Bruder und Schwester, ihr seid Schwester und Schwester. Ja. So, oder seid ihr, zwei Schwestern. Na gut, naja, wann heute, weiß man nicht. So gut, ihr seid diese Geschwisterpaar und wie in ein bisschen so wie Prediger, Jodlerprediger oder so, steht ihr da und singt über die Weltprobleme. So, wenn jetzt nicht die Himbeeren das Thema sind, was euch interessiert, was ist es dann? Naja, die Klimaerwärmung, die im Refrain dann so vorkommt. Habt ihr noch was anderes? Ja, schon. Also was ganz anderes. Gut, bitte. Wie alt seid ihr eigentlich? Also Lucy ist 30, ich bin 33. Warum? Na, ich frage nur, weil ich meine, ihr seht ja gut aus. Bisschen unkonventionell, aber ja, geht. Ja, das ist mir das Thema, oder? Bitte. Also ja. Thank you.
Menschen, der Mensch zum Knecht und der Knecht zum Herrn, ja, im Kuss wird der Mensch zum Herrn, der Herr zum Knecht und der Knecht zum Mensch, nur im die Revolten und zündet den Blitz. Gebt auf die Blockaden, sprengt Hülle und Form. Leitet den Frühling ein, lasset das Licht herein, küsst, bevor es verlischt. Lasst doch das traurig sein, lasst ab und küsst. Denn ein Kuss ist nichts, was man hat, das ist Arbeit mit sanft der Freude am Funktionieren. Weil ich schwierig bin, wenn das Zieren endet, beginnt das Wirken vom Schöne Unmöglichkeit, komm, zeig dich nackt, schenk mir Wahrheit. Der Blick ist ein Verhältnis, einer hält den anderen aus. Ich aber arbeite gern. Denn im Kuss wird der Herr zum Menschen, der Mensch zum Knecht und der Knecht zum Herrn. Ja, im Kuss wird der Mensch zum Herrn, der Herr zum Knecht und der Knecht zum Mensch, nur im ist der Himmel leer. Unter dem Himmel ist Tag. Unter dem Tag ist die Erde, ist Nacht. Unter der Erde im Dunkel ist glühend ein Herz. Da kommt die Liebe her. Unter der Liebe ist die Erde leer. Unter der Liebe ist die Erde leer. Das wollte ich nämlich ganz normal sagen. Unter der Liebe ist die Erde leer. Nee, das wird jetzt nichts mehr, oder? Aber du verstehst, was ich meine, oder? Nein, es ist interessant. Man muss euch lassen, dass ihr immer so eine Begabung für so szenische Ambivalenzen habt, so nenne ich das mal. Das ist ja, also davor, ihr singt wie über die Weltprobleme wie Kinder. Dann dieses Lied, was ich. So wie Kinder, ich meine, die Weltprobleme. Erwachsene beschäftigen sich mit den Weltproblemen. Haben wir gerade gesehen. Das sind Erwachsenen-Themen. Gut, also ich habe was anderes gesehen. Egal. Jetzt bleiben wir bei diesem Lied.
Es ist ja interessant, ja, weil ihr habt das schon mal vorgetragen und da war das wie so ein Trinklied, ein Heurigenlied. Und da habe ich mir gedacht, lustig, dass so zwei junge Frauen über ihre sensuellen Abhängigkeiten wie ein Trinklied singen. Jetzt finde ich interessant, es ist wie so eine Filmmusik jetzt. Oder? Ist das, was habt ihr da geändert? Vielleicht sind wir sensibler geworden. Aber was für ein Film? Das kenne ich nicht, den erzählt ihr ja. Aber ich frage mich, ist es jetzt, singt ihr über die Abhängigkeit, über den Kuss von einer alten Ex oder ist es eine zeitgenössische Liebhaber? Also ich würde, Entschuldigung, möchtest du was sagen? Nein, also... Wer ist für, das? Das wer ist, die Person? Es ist allgemein menschlich, es gehört zu den Grundsätzen der Existenz. Also ich habe das jetzt von Hegel und von Kojève, dieses Herr-Knecht-Thema, das ist ja auch nicht wörtlich zu verstehen. Also es übersteigt komplett diese persönliche Ebene. Man kann die persönliche Ebene eventuell besser verstehen, wenn man Kojève und Hegel gelesen hat. Und weil das aber natürlich nicht jeder tut, habe ich ein Lied darüber geschrieben, um das sozusagen zu popularisieren. So verstehe ich das richtig, dass dieses Lied nichts mit einer wirklichen Person zu tun hat. Nichts, genauso also wie die gefriergetrockneten Himbeeren nichts mit Obst zu tun haben oder so. Hat alles mit Obst zu tun, hat alles mit konkreten Personen zu tun. Aber natürlich, es übersteigt die konkrete Person. Es ist ein Lied. Und was kommt jetzt für ein Lied? Das nächste Lied heißt Warum ich hier bin. Ich lebe in Wien und habe einen fixen Freund. Wegen dem lebe ich ja wieder in Wien. Die Stadt habe ich aber schon früher gekannt. Ich verstehe, was da vorne in ihr herumzuziehen. Warum bin ich da? Und nicht woanders, hört einmal zu, ich will es nicht wiederholen. Der Kleine mit den Locken hat mein Herz gestohlen. Hört einmal zu, ich sage es nicht noch einmal. Lange war ich unterwegs und jetzt bin ich da. Mein Freund ist einer, der bleibt gern zu Haus. Er tut das aus den allerbesten Gründen. Da draußen zu Hause sitzt er rum und versucht sich zu finden. Draußen trinkt er wie ein Docht und versucht sich anzuzünden. Oh, 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 warum gerade so? Oh, 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 und nicht anders. Hört's einmal zu, ich will es euch sagen. Ich bin ein großer Held und habe Angst zu versagen. Ich will euch nun alles in anderen Worten sagen. Ich möchte halt nicht so sehr aus meiner Klasse rausragen. Dazwischen halt gibt es, so lob ich die Straßen. Weiß noch den Ort, wo wir Holunderblüten aßen. Der erste Freund, der zweite Freund, die Freundin und ich nur. Wo ich letzte Woche war, das weiß ich leider nicht. Wer bin ich da gewesen? So lang an jenem einen Tresen. Hört's alle zu, ich sage es nicht noch einmal. Ich habe ein schönes Auto, aber reicht nicht zum Pedal. Hört's einmal zu, ich werde euch jetzt alles sagen. Mein Kopf ist weich und ragt ein Stück zu weit aus meinem Kragen. Vor einiger Zeit war ich in Westafrika, wo ich zum ersten Mal eine Mangelwirtschaft sah. Sie schenkten mir Fische, ich lief auf ihren Wegen, räusperte mich und war nicht zu Gesprächen zu bewegen. Warum bin ich so zu? Und nicht mehr so wie du. Hört's einmal zu, ich sage es sicher nicht wieder. Ich bin ein deutsches Fraktal, die Welt ist mir zu bieder. Hört's einmal zu, ich will es ganz offen sagen. Ich aß so Sachen und jetzt sind sie in meinem Magen. Von all meinen Reisen bin ich ziemlich zerschunden. Es sind doch alle wahr, es sind, es ist keine erfunden. Aber das Leben ist banal, deswegen lebe ich's in Wien. Einst wollte ich alles, aber jetzt nur mehr die Queen. Ich melde mein Kies und oi, 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 aber warum immer so kreuz? Oi, 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 bin ich darum hier eine Kreuz? Hört's einmal zu, die Einsicht hatte Zeit, mir zu reifen. Hören Sie, Existenzialismus verkauft meine Organe für iPhones. Ich sag es ganz stumpf, wenn auch mit glühenden Sohlen. Mein Geist ist erloschen und ich stehe auf seinen Kohlen. Was willst du sagen?
dein Publikum gefallen ist. Ja, aber das war auch wie so ein Lied aus den 70er Jahren ein bisschen. Wie so ein Sachsenlied. Ja, und wir sind jetzt über die Eisbären zum Kuss, zum fixen Freund gekommen. Ja. Aber eines, wenn du einen Fehler machst, ist überhaupt nicht schlimm, aber du musst weitermachen, du darfst nicht, du musst dir vergeben, fokussieren und weitermachen. Du darfst nicht zeigen, dass du einen Fehler gemacht hast. Das ist wie die Geschichte, die ich immer erzähle von die berühmten Eistänzer. Ja, die klingt simpel, aber es ist so. Der Eistänzer fällt hin und was macht er? Der Fehler gehört mir und dem Publikum gemeinsam. Ja, und? Was das ist doch was Schönes. Ja, dann mach was Schönes draus und tu nicht so, als wäre er da, nicht da. Okay. Du musst dir und dem Publikum vergeben können und weitermachen können. Ich verstehe, das ist eine Meinung. Ja, ich verstehe. Weil man kann nur die Qualität sehen, weil man den Fehler auch gesehen hat. Wenn man aber so tut, als wäre er nicht da. Ja, bitte, eure letzte Darbietung. Nein, ich meine, sag mir was. Sagen Sie mir was. Ja, macht jetzt eure letzte Darbietung. Die Ursache. Okay, gut. Wie wurde das Grauen der Welt mir in die Wiege gelegt? Mit Spermium, mit Spermium. Und fortan huschte meine Mutter erregt herum. Mit Spermium, mit Spermium. Wie wurde denn der Eiffelturm zusammengeklebt? Mit Spermium, mit Spermium. Halt. Jetzt machen wir mal was ganz anderes. Also, nein, weil inhaltlich, ihr lehnt euch immer weiter aus die Fenster, ja, von Nummer zu Nummer. Aber das macht ihr mit den Worten, aber ich sehe nichts, ich höre nichts in der Stimme, ich sehe nichts im Körper. Das Einzige, was ich sehe, sind die gleichen Spannpunkte, die ihr die ganze Zeit noch immer habt. Da ändert sich gar nichts. Was wir jetzt machen, ist eine Übung. Die heißt das Song and Dance Exercise, die kommt aus Amerika. Hat nichts mit Singen oder Tanzen zu tun, also nichts mit professionellem Singen oder Tanzen. Hat was mit Schauspielen zu tun. Für Sänger und Tänzer ist das sehr schwer. Manche sind zu dumm, das überhaupt zu können, die können nicht loslassen. Ihr wollt Sänger und Tänzer werden, oder Sänger zumindest, also ist doppelt schwer für euch. Ihr sucht euch ein Lied, könnt nehmen ein Spermium von mir aus, oder ein anderes. Und dann, es geht um Intonieren, um Atmung. Das heißt, ihr atmet ein, so tief ihr könnt, und dann mit vollem Atem, so laut und so lange ihr könnt, ihr singt nur die erste, ihr intoniert die erste Silbe. So, wenn ihr nehmt Spermium, ihr sagt Sperr, bis ihr nicht mehr könnt. Und dann wieder Mi und so weiter und so weiter. Ist klar? Also was macht diese Übung? Sie hilft, Körper und Stimme, eure zwei wichtigsten Instrumente, auseinanderzureißen, um sie wieder neu zusammenzufügen, zu synchronisieren. Es ist wie, ihr müsst eure Gefäße waschen. Also habt ihr ein Lied? Ich verstehe schon, aber ich sehe überhaupt nichts. Ich bin ja in einer awkward situation, verstehst du? Also ich kann... Okay, wir haben Bass hier. Manuel, du hast schon gemacht Song and Dance, ne? Du bist gut. Und dann? Ich mach's eh, aber Moment. Also Harald ist da, der ist gut in Song and Dance. Komm mal. Und dann Christian, für dich ist auch gut. Komm, machen wir alle zusammen, das ist einfacher. Kommen auch ein paar Männer. Das ist nett wegen Männer, ja? Also na klar, schau dir an, die sind doch nett. So, habe ich euch extra nette geholt. So, ihr habt alle eure Lied, ihr kennt das, ne? Das sind Männer. Und wir machen wie Kanon, ne? Nicht alle zusammen, sondern... Ja. So, Anne, bitte. Jetzt doch wieder ich. Also. Lauter. Oh!
haben sofort im Anschluss. Ihr könnt euch ausruhen. So, der Kaffee. Hast du deine Noten? Ich hab. Na gut. So, los. Wie wurde das Grauen der Welt mir in die Wiege gelegt? Mit Spermium, sie können auch mitziehen. Und fortan huschte meine Mutter erregt herum. Mit Spermium. Wie wurde denn der Eiffelturm zusammengeklebt? Mit Spermium. Hatte Caruso Robinson so lange überlebt? Mit Spermium. Wie macht man einen guten Eisbananenshake? Mit Spermium. Wie funktioniert eigentlich so ein Studio-Fitnessgerät? Mit Spermium. Was hat den Häftling durch den Hafen bewegt? Helfen! Spermium! Oh, bitte Spermium! Was hat er sinnlos in der Ecke abgelegt? Spermium, nur ganz viel Spermium. Was fliegt im All und macht die Raumschiffe defekt? Spermium, das ist Spermium. Spermium. Wie hieß die Schlacht, wo Xerxes die Griechen verschreckt? Spermium. Wie heißt der Planet mit den zirkulären Liebesgärten? Spermium, der heißt Spermium. Was darf nicht neben den Mülltonnen gelagert werden? Spermium, von den Nachbarn die Spermium. Welches Element reproduziert sich asymptotisch im Elysium? Spermium. Das ist Spermium. Was sagt man, wenn der Priester sagt Dominus vobiscum? Spermium. Da sagt man Spermium. Wie heißt das mythische Tier mit den 1000 Tentakeln, das in den Tiefen des Ozeans wohnt und nur von den Narben auf Walen her bekannt ist? Spermium, das ist das Riesenspermium. Was sieht man aus dem Fenster, wenn man von Mallorca nach Palermo fliegt? Spermium, immer nur Spermium. Spermium, la 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 Spermium. Ah, das war doch endlich mal ein bisschen besser, ne? War ganz besser, oder? Sehr gut. Aber sagen wir, haben wir jetzt wirklich was gelernt? Das wirst du wissen. Das wird das Leben zeigen. Danke, auch an Manuel, Harald und Christian. Also, das war es wirklich.